Ghost Recon Breakpoint hat echt verdammt viel Content. Dieser Content kann theoretisch in beliebiger Reihenfolge gespielt werden, aber warum du das nicht tun solltest und welche Reihenfolge du einhalten solltest, sage ich dir in diesem Video. Die Reihenfolge, die ich dir hier vorschlage, ist vor allem wichtig für die Story. Wenn du das Spiel in einer anderen Reihenfolge spielst, dann machen manche Dialoge einfach keinen Sinn, weil sie auf innerhalb des Spiels vergangenen Ereignissen basieren. Aber nun zur Reihenfolge. Die Events sind zwar eigentlich egal, weil sie keine Auswirkungen auf die Story haben, aber der Vollständigkeit halber habe ich sie hier trotzdem mit reingepackt. Also, die Reihenfolge. Du fängst an mit Episode 1. Die Nebenmissionen und Fraktionsmissionen kannst du einfach so mitnehmen, wenn du denen über den Weg läufst, und spielst dann das Terminator-Event. Gehst dann zu Episode 2, spielst dann das Widerstands-Event und dann kannst du noch das Tomb Raider-Event spielen, aber das ist komplett außen vor, weil das mit gar nichts was zu tun hat. Anschließend spielst du Episode 3 und dann das Event Amber Sky. Und erst dann spielst du Operation Motherland. Und innerhalb von Operation Motherland achte unbedingt auf die Nummerierung der Regionen. Denn wenn du die Regionen in einer beliebigen Reihenfolge spielst, hast du das gleiche Problem wie bei Episode 1, 2 und 3. Manche Dialoge machen einfach keinen Sinn, weil dort Infos getroppt werden, die du eigentlich noch gar nicht hast, die das Spiel aber schon als selbstverständlich gegeben ansieht. Deshalb meine Empfehlung, auf die Nummerierung der Regionen achten. Also du fängst mit UC Sparkle an, gehst dann über zu AG Zell, dann weiter zu AG Kodon und so weiter. Der Raid und der PvP-Modus Ghost War sind, genauso wie die Events, eigentlich komplett außen vor, weil die keinerlei Auswirkungen auf die Story haben. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, lass mir gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.